Schaut euch das mal an. Da stehen die beiden Zelte. Sie tanzen im Wind. Das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Das Ferino steht da so völlig teilnahmslos wie ein römisches Heer. Und das 99-Euro-Zelt, das hat eigentlich sogar zwei große Abspannleinen dran. Aber das kämpft. Es kniet nieder, es biegt sich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich nehme es mal weg. Götz. Gerrit. Ja, Götz muss sitzen, der hatte Geburtstag, der ist jetzt noch älter geworden. Nein, aber wir haben heute ein Thema, wir wollen unsere Bikepacking-Serie fortsetzen. Ne? Wir haben die Schlafplätze in Schleswig-Holstein gezeigt. Letzte Woche habe ich euch was über Bikepacking erzählt. Und heute, ich hatte es ja schon angekündigt, will Götz mir was über Zelte erzählen. Ich bin bisher in der Regel in Sheltern unterwegs gewesen in Dänemark. Da brauche ich nur eine Isomatte und einen Schlafsack, habe ich auch erwähnt und habe gesagt, naja, wenn man ein Zelt haben möchte fürs Bikepacking, was man dann noch in die Arschrakete oder vorne in den Handlebar-Bag von Ortlieb, hatte ich euch den ja gezeigt, packen möchte, dann sollte es gerne ein kleines Packmaß haben. Und was beim Bikepacking natürlich auch zählt, ist, es muss leicht sein. Und Götz, da bist du der Experte, habe ich gehört. Vor uns liegen vier Zelte. Eins, das rote von VD, das ist meins. Das habe ich seit vielen Jahren in Gebrauch. Ich hatte auch die Vorgängerversion von dem Zelt schon, ein Hogan. Sein Ultraleichtzelt, nur ultraleicht ist nicht mehr ultraleicht. Also was vor 7, 8 Jahren ultraleicht war, ist heutzutage nur noch leicht. Und wir haben hier ein Ensemble von Zelten. Es ist momentan unglaublich schwer, an Zelte zu kommen. Die Hersteller haben alle nichts mehr, weil jeder Zelte haben will. Das ist dasselbe Phänomen wie bei Wohnwagen und Wohnmobilen und irgendwie so Campern. Alles ausverkauft, alle Leute wollen oder wissen nicht so recht wohin und wollen jetzt ihre Umgebung erkunden. Und da braucht man sowas natürlich. Und wenn jetzt die Campingplätze geschlossen sind, wenn man jetzt nach Skandinavien kommt zum Beispiel, darf man Wildzelten. Da ist sowas natürlich genial. Wichtig beim Bikepacking-Zelt ist natürlich, wenn ihr jetzt noch so eine, hier so eine, ja, wie nennt man das? Satteltasche auf Deutsch, ne? Wir haben da mal ein anderes Wort für, aber egal. Wenn ihr jetzt das VD-Zelt zum Beispiel hier reintut, dann seht ihr, da ist nicht mehr viel Platz für andere Sachen dann, ne? Es wiegt 1,45 Kilo, kann man so gar nicht mehr kaufen. VD hat auch übrigens von dem auch eine wesentlich leichtere Version inzwischen, aber ausverkauft. Konnten wir nicht kriegen, schade drum. Gerrit hat nachher die Aufgabe, diese Zelte aufzubauen übrigens. Ja. Er hat noch nie ein Zelt aufgebaut, glaube ich. Natürlich. Ich war ja schon mal zelten, so ist es ja nicht. Doch schon mal zelten. Aber das ist dann halt so mit der Familie oder beim Festival und dann ist das hier Dreimann-Kuppelzelt und nicht sowas. Ne? Klar. Worauf haben wir geachtet bei dieser Auswahl? Es geht in erster Linie um Ein-Personen-Zelte. Also Zwei-Personen-Zelte ist immer, selbst wenn man die Leute sehr gerne mag, also es ist halt immer trotzdem, finde ich, besser, auch wenn man jetzt nicht solo unterwegs ist, vielleicht doch besser, zwei Zelte zu nehmen. Nee. Wenn man sich dann irgendwann näher kommt, dann kann man ja auch die Sachen in ein Zelt packen und dann zusammen in dem anderen Zelt schlafen. Wie hast du vorhin so schön gesagt, das ist eher für frisch verliebte Paare gedacht. Dann. Ja, das ist bei dem Zelt hier, ne? Genau. Das ist eher für frisch verliebte Paare gedacht. Also das ist das Nordischste, das teuerste Zelt, das wir hier in der Kollektion haben. Legen wir uns dann deshalb nachher da rein zusammen? Vielleicht machen wir das, mal sehen. Hier steht groß drauf, 950 Gramm. Es gibt das Telemark von Nordisk, das kostet 599 Euro. Das ist nicht ganz günstig. Das kostet in der Ultralight-Version sogar 799 Euro. Das ist mit Abstand das teuerste Zelt, das wir hier in der Kollektion haben. Da kann man schon die eine oder andere Nacht im Hotel. Wie viel wiegt dann das Ultralight? Ja, das wiegt dann auch nur 80 Gramm weniger. Okay. Es gibt aber auch noch das Lofoten. Das ist wesentlich leichter und noch wesentlich kleiner Packmaß. Das ist das Zelt mit dem kleinsten Packmaß. Ist leider nicht zu bekommen. Außerdem für mich von der Deckenhöhe auch zu gering. Deswegen habe ich das vorher schon auch eigentlich ausgeschlossen für diesen Test jetzt. Wir wollen euch ja irgendwie Sachen auch so ein bisschen empfehlen, denn ich, ne, mal sehen. Ich werde auf jeden Fall in jedem dieser Zelte eine Nacht schlafen. Mit dem VD habe ich ja schon, also drei Zelte. Wir haben heute wieder Frost gehabt, aber ich habe auch ordentliche Schlafsäcke, also das ist kein Problem. Werde ich machen, um zu testen, so wie das ist mit dem Kondenswasser und so. Also bei Ultraleichtzelten ist das halt immer ein Kompromiss. Die Frage ist, wie weit geht man? Und inwieweit ist man bereit, sag ich mal, ein bisschen Sicherheit für das Gewicht, das man spart, abzugeben? Und vielleicht ist nicht unbedingt das Beste, das allerleichteste zu nehmen. Ich habe schon, also in den letzten 20 Jahren schon so wirklich schlimme Sachen erlebt. Also ich hatte am Anfang ein Zelt in Schottland, wo die Maschen des Insektennetzes zu klein waren. Das war so ein Baumarktzelt. Da flogen dann diese
diese No-Seams, diese Midges, die flogen einfach so da durch und haben mich nachts zerfleischt. Das ist auch hart, ja. Dann war ich auf den Färöer-Inseln mit einem MSR-Zelt. Das war ein 4-Personen-Ultraleicht-Zelt. Das ist, der Campingplatz ist vor lauter Regen, stand da irgendwann unter Wasser und irgendwann ist das Wasser ins Zelt reingedrückt und wir lagen dann da so in so hohem Wasser und am Ende, das war glaube ich die 5. Nacht in diesem Zelt insgesamt und am Ende war es ein Totalschaden. Ich habe leider auch nichts erstattet bekommen. Also ein 500-Euro-Zelt in 5 Nächten zu zerlegen, da kann man dann auch wirklich ins Hotel gehen. Aber deswegen zelte ich auch so ungern, weil ich immer solche Geschichten höre, ganz ehrlich. Ja. Und was ist das mit dem Kondenswasser, was du gerade angesprochen hast? Kondenswasser ist natürlich auch wichtig. Wir haben hier ein einwendiges Zelt in der Auswahl. Wir müssen die gleich auch mal alle vorführen. Ja, das nehmen wir doch mal. Nature Hike, das ist das günstigste, was wir jetzt im Test haben. Das ist so ein Amazon-Zelt. Das ist super leicht, ist allerdings einwendig. Bei einwendig muss man immer aufpassen. Ich hatte übrigens, das muss ich jetzt mal dazwischen werfen, ich hatte 2004 ein Zelt von der Firma Nordisk. Das kostete nicht 599 Euro, sondern 35 Euro. War von der Form her fast genauso. Allerdings war das wirklich, das war so ein richtiges Billigzelt. Diese Marke ist gewachsen, also von Billighersteller zu einem wirklich teuren. Die haben aber auch günstige Sachen immer noch im Angebot, aber nicht so günstig. Dieses Zelt war nicht zu gebrauchen. Ich habe da drin gelegen und bin abgesoffen. Ich hatte Gott sei Dank einen Kunstfaserschlafsack. Weil sonst wäre mein Down-Schlafsack, und das ist wieder so ein anderes Thema, ne? Was bringt mir eigentlich das Ultraleicht? Ne? Wenn ich am Ende noch eine Unterlegmatte brauche und man braucht einen Kunstfaserschlafsack, weil das so doll kondensiert, weil es keine ordentliche Lüftung hat und so, das sind alles die Dinge, die muss man damit reinspielen. Oder ein Tarp, zum Beispiel ein Tarp, da braucht man wieder einen dickeren Schlafsack, weil man von Luft umgeben ist und so. Also irgendwie ist für mich das Zelt eigentlich der beste Kompromiss und vielleicht nicht das allerleichteste zu nehmen, aber schon eins, was sehr, sehr leicht ist. Und man bezahlt Gewicht einfach unheimlich viel. Ihr seht das beim Nordic-Zelt, bezahlt man für 80 Gramm 200 Euro mehr. Du, das ist beim Fahrrad genauso. Genau. Ne? Also genauso, ihr kennt es richtig. Also das hier ist von Nature Hike, das Targa. Das Targa 1, also ein richtiges Ein-Personen-Zelt, hat eine Unterlegmatte mit dabei. Finde ich sehr cool und wiegt dann auch nur 1,3 irgendwas Kilo. Wir wiegen gleich nochmal nach. Nicht schlecht, aber halt einwendig. Und man muss damit rechnen, dass man in Kondensphase abschmiert. Und dann braucht man wieder dickeren, schwereren Schlafsack. Also, wir werden sehen. Und dann hast du hier eine Mittelklasse. Ferrino. Ferrino, die Mittelklasse, das Light Tent 1. Vielen Dank noch an Ferrino, dass ihr uns eins aufgetrieben habt. Denn da war auch alles ausverkauft. Also aus Italien, Packmaß, fast identisch mit dem Nordisk, etwas dicker. Kostet 199 Euro und hat etwas mehr Wassersäule zu bieten, also im Unterboden 8000 und oben rum 3000. Das ist ja, aber für Leichtzelte ist das gleich. Aber bei meinem Beispiel gerade eben habt ihr schon gehört, Wassersäule am Boden ist nicht zu unterschätzen, wenn man in Skandinavien unterwegs ist. Das ist bei Leichtzelten ganz oft so, dass sie sehr, sehr dünne Unterböden haben. Und hier ist der Boden ein bisschen dicker als bei den anderen, bei meinem VD zum Beispiel auch. Das hat unten eine 10.000er Wassersäule. Mhm. Bedeutet, wenn von unten das Wasser sich aufstaut, dann ist man besser geschützt und man braucht eventuell bei dem VD zum Beispiel, ist es so, da habe ich nie eine Unterbodenmatte benutzt. Bei den ultraleicht selten braucht man immer noch so eine Matte. Ich zeige euch gleich mal, womit man das relativ günstig im Preis und günstig im Gewicht hinkriegt. Aber so, das ist so das Problem. Ne? Also der Unterboden, gerade in Skandinavien, bei Leichtzelten hat man den Vorteil, dass man leichter so eine kleine Anhöhe findet. Und nicht irgendwo, also weil bei großen Zelten bist du dann immer wieder irgendwo, brauchst eine Ebene. Und dann bist du immer in irgendeiner Niederung. Wenn es dann schüttet, dann läuft das von unten rein und dann bist du verloren. Also, aber Zelten kann sehr, sehr cool sein. Nur mal so nebenbei. Man muss nur ein paar Sachen beachten. Die Marke meines Vertrauens beim Zelten ist VD. Das sage ich ganz unabhängig davon, dass wir mit denen auch eine kleine Kooperation haben, aber im Thema Zelte haben wir, da bin ich da befangen. Das ist eigentlich der einzige Hersteller, mit dem ich rundum gute Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Ich hoffe sehr, denn den Testsieger werde ich eventuell mit auf eine Reise nehmen und vielleicht den zweiten nehme ich jetzt vielleicht mit oder so. Keine Ahnung. Wir müssen mal in die Beutel reingucken, um zu sehen, was es so alles bringt. Was ist noch wichtig, Gerrit? Vorerst. Farbe. Ich wollte noch mal über Farbe reden. Farbe, es gibt ja meistens immer quietschi oder Tarn. Mhm. Warum ist das so? Also man will entweder gesehen werden, wenn man jetzt in der Wüste zeltet oder so, will man tendenziell eher gesehen werden.
oder im Schnee, weiß ich nicht. Und wenn man im Wald zeltet, wild zeltet, dann will man natürlich nicht gesehen werden. Da gibt es so Grün, klingt logisch, ja. Da gibt es so Grüntöne. Und für mich persönlich würde ich dann raten, also nicht die Farbe außen ziehen, sondern die Farbe innen. Es gibt so Zelte, in die man sich, also die man von außen nicht leiden mag, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man legt sich rein und dann, das zählt. Man wacht ja morgens auf, die Sonne scheint drauf. Und deswegen sind Innenzelte meistens aus einer sehr hellen Farbe. In manchen Zelten ist es so, dass man dieses Innenlicht überhaupt nicht erträgt, manchmal hat man das Gefühl, es hat einem nachts so einen Elefant auf dem Kopf. Also das ist dann so ein ekliges Grün, dass man so denkt, bah. Also man muss die Farbe von innen sympathisch finden, von außen ist nicht so schlimm. Es gibt ja auch aber immer mehr Zelte, die auch ein schwarzes Innenzelt haben, dass du sozusagen vom Lichteinfall geschützt bist und auch schlafen kannst. Das ist zum Beispiel, finde ich, aber auch für Skandinavien total spannend. Wenn du da Mitternachtssonne hast und es wird einfach nicht dunkel und du möchtest schlafen, dann hast du ein schwarzes Innenzelt und es ist dunkel drin. Ja, richtig. Hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Auch, also wenn du das dauerhaft machst, dann kriegst du, glaube ich, wirklich seelische Probleme. Also da ist wirklich da. Womit wirst du denn anfangen jetzt? Ich glaube, ich möchte mit dem günstigsten anfangen. Okay. Und dann arbeiten wir uns hoch. Okay, wir arbeiten uns hoch. Das ist sehr sympathisch. Wie gesagt, dieses Zelt in dieser Knallfarbe gibt es auch noch in anderen Farben. Nicht da gewesen. Wie gesagt, 99 Euro ist unsere Grenze für Recherchen. Genau. Ja, aber es ist, finde ich, auch eine gute Preisspanne zu sagen, wir machen 100, 200 und ein bisschen und 600. Dann hast du sozusagen von allen Enden irgendwo ein bisschen was dabei. Eigentlich wollte ich noch zeigen, also wie weit Gewichtsfuchserei gehen kann. Es gibt ja abgesägte Zahnbürsten und so. Ich habe hier so einen China-Kocher, den wollte ich noch einmal ins Bild halten, weil wir neulich das Thema hatten. Der wiegt 25 Gramm, den kann man hier so irgendwie auf die Kartusche schrauben und so ausklappen. Der passt fast in ein Überraschungsei, fast, aber leider nur, dann muss man das Überraschungsei so ein bisschen erweitern, aber man schraubt den einfach hier rauf. Der ist natürlich nicht zugelassen. Man hat natürlich dann immer irgendwie so das Gefühl, dass man gleich in die Luft fliegt. Aber Gewichtsfuchserei, ne, hat halt manchmal auch den Preis des Lebens. Wie gesagt, das ist dieser Zwiespalt, ne? Sicherheit oder ja, klar. Also es funktioniert, das Ding ist mega laut. Ich werde es euch jetzt gar nicht zeigen, weil ich habe irgendwie Angst. Aber den habe ich noch liegen gehabt. Irgendwann muss ich das Ding mal haben. Lass uns mit den Zelten anfangen jetzt. Los. Genau. Nature Hike Outdoors. Legen wir jetzt natürlich mal auf die super Küchenwaage hier und gucken dann mal. Ich gehe mal darauf. Ja, warte mal, ich muss ordentlich hinlegen. Wir sind hier bei 1200 Gramm. Dann kommt noch die Matte oben drauf. Also 1350 knapp. Ja, ist natürlich nicht Sonnenleichtgewicht dann mehr, ne? Doch schon, also für die Preisklasse ist das sogar ziemlich leicht. Gut, also wir müssen ja wahrscheinlich dann erstmal mit der Matte anfangen, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, die klebrige Seite, kommt die nach unten oder nach oben jetzt? Das musst du mir jetzt sagen. Guck mal, was wir hier für Heringe haben. Die sehen ziemlich gut aus. Guck dir die mal an. Hochwertig. Also das sind so... Das sind die gleichen... Dreikant-Hering, die man zum Beispiel bei MSR mitbekommt, das finde ich beachtlich. Also wirklich. Ja, also da bin ich positiv überrascht, weil normalerweise kennt man ja nur diese dünnen Alu-Dinger, ja, die einem sofort verbiegen, wenn man sie in den Boden steckt. Ja. So, ich mache jetzt erstmal den Boden fest hier, so ein bisschen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, was du da machst. Genau, wir haben hier noch zwei, so zwei weitere Bänder zum Abspannen, die ich jetzt gar nicht gebraucht habe. Die Tür kann man dann hier nochmal zusammenrollen und anbinden. Genau.
Ja, aber ansonsten, ey, für den Preis wirkt das ganz interessant. Und wie gesagt, ich glaube, wenn der Wind weht, es ist zwar wackelig, aber es wirkt jetzt nicht unstabil. Ja, die Frage der Lüftung ist ungeklärt. Das werde ich dann klären, wenn ich darin eine Nacht verbracht habe. Das ist natürlich keine Sommernacht. Wir haben ja momentan wieder so Winternächte, aber... Kommt auf den Versuch an. Immer in die Windrichtung stellen. Also, wenn der Wind jetzt von hier kommt, wo die Kamera ist, dann kann er hier lang vorbei blasen. Wenn er jetzt von dieser Seite kommt, dann drückt er natürlich hier gegen und dann hat man eine sehr unruhige Nacht, weil die ganze Zeit das Gestänge wackelt. Ja, ich habe ja hier noch eine Stange übrig, weil ich gerade, wo die eventuell noch hingehört. Die gehört im Prinzip hier oben rein und macht das noch so ein bisschen in die Breite. Ah, ist doch schön, Amateuren dabei zuzugucken, wie sie Zelte aufbauen, oder? Bei Zelten ist jeder Amateur, ne? Und dann kommt das hier rein. So sieht das doch besser aus. Sehr gut, sehr gut. So sieht das doch besser aus. Jetzt machen wir die Windmaschine an, Windstärke 12. Ich lege mich jetzt hier erstmal rein. Ich will das einmal in Erfahrung bringen. Für eine Person, ganz ehrlich, es hat jetzt auch nicht ewig gedauert, das aufzubauen. Also jetzt beim zweiten Mal kriegt man das, glaube ich, schneller hin. Ja. Hier drin gibt es noch einen Haken, wo man eine Taschenlampe dranhängen kann, ja, damit man ein bisschen Licht hat. Ja, versuch ihn mal hinzusetzen, bitte. Weil das ist der alte Weg, dass man im Zelt sitzen kann. Ne? Also das ist jetzt, nenne ich, die dickste Matte. Ich habe eine 10 cm Matte jetzt. Die zeige ich euch nachher nochmal. Ich habe aber nach oben noch 10, 15 cm Platz. Da hinten ist noch ein kleiner Beutel zum Sachen ablegen, das kennt man ja eigentlich. Und hier gibt es nochmal ein Lüftungsgitter nach draußen. Das ist hier unter dem kleinen Vorzelt sozusagen. Hier kann man nochmal aufmachen. Das kann durchaus funktionieren, wenn man unten Luft anzieht und dann oben wieder rauf. Ja, oder du kannst halt deine Schuhe da hinstellen, dass sie nicht nass werden. Zum Beispiel. Ja. Das geht also auch. Das finde ich gut. Also, du hast noch eine zweite Absicht. Das ist natürlich wirklich Luxus. Für 100 Euro. Ja, für 100 Euro stiehlt das ja jedem Aldi-Kuppelzelt die Show. Ne? Man darf halt nicht älter werden, sonst kommt man hier nicht mehr raus. Aber an sich bei diesen ganzen Zelten, die wir hier... Ja, es sind halt ordentliche Heringe dabei. Da war ich schon positiv überrascht. Also die Verarbeitung wirkt gut. Mich hat am Anfang ein bisschen geschockt, dass man das so extrem spannt. Wo ich natürlich denke, machst du das nach dem 20. Mal und dann reißt das auseinander oder hält es? Ne? Firino-Zelt, das ist jetzt unser Mittelklasse-Modell. Das wiegen wir natürlich auch vorab einmal. So, dass es auch liegen bleibt. Sind wir bei 1500 Gramm, genau. Ja, also nicht mehr so ultraleicht. Hat aber dafür andere Vorzüge. Ja, wir haben hier eine Liegefläche 2,20 Meter mal 80. 60 breit hinten. Ein QR-Code für eine Anleitung. Ein QR-Code. Boah, das probieren wir jetzt mal aus. Und ein besonderes Lüftungssystem, das müssen wir uns gleich mal angucken. Aeration System. Ja, und Triple Floor. Also eine besondere Polyester-Schicht in dem Unterboden drin. Na guck, wir kommen. Wirklich vorteilhaft sein kann. Der QR-Code führt zu einem YouTube-Video, der einem den Aufbau zeigt. Nicht gucken. Nein, ich gucke. Du hast kein Netz. Ja, ich packe das jetzt erstmal aus. Also wir haben hier außen ist so ein kleiner Seilzug. Da sind die Stangen drin. Das ist also nochmal separat vom Inhalt. Finde ich eigentlich ganz schön, dass diese Tasche gleich mit dran ist, weil dann hat man nicht... Der fliegen immer weg, die Zeltbeutel. Finde ich super. Ja, also der ist direkt integriert. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, zwei Stangen. Einmal rot, einmal silber. Ein Plastikbeutel. Wer kein Netz hat übrigens, kann sich auch hier die Anleitung anschauen. Ja, ist die aus Papier? Thank you.
Also ich gehe da jetzt auch wieder rein. Ja, es hat ein bisschen was von einem Sarg. Ja. Nee, aber an sich, ich sag mal, um hier mal eine Nacht zu schlafen, reicht es vollkommen aus. Ich kann auch hier wieder oben was anhängen. Das mit dem, also ich mach's mal zu, ne? Mach mal zu, ja. Nimm mal die Kamera mit rein und erzähl mal, wie du das so empfindest da im Dunkeln. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark abdunkelt. Das im Sommer natürlich schön sein kann, aber so bei schlechtem Wetter, naja. Also. Ja, also das Sonnenlicht ist sehr gedämmt hier drin, wie man sehen kann. Beinfreiheit ist hinten auch gegeben. Man hat jetzt nicht so die Chance, wirklich viel sich zu bewegen. Du bist 1,80 ungefähr, Gerrit, ne? Ja, ich bin 1,80 ungefähr. Also wenn du jetzt 2 Meter wärst, wäre das nichts, oder? Ja, für 2 Meter wird's, da muss man schon ziemlich oben liegen. Also ich sag mal, für 1,80, wie ich bin, ist es in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ja. Ich kann mich hier auch umdrehen, glaube ich. Kann hier bei Gelegenheit, kann ich hier gut schlafen. Also für eine Person, die nicht allzu groß ist, ist es perfekt. Es wird natürlich auch hier schön matschig auf dem Boden, wenn man sich reinlegt, ne? Der Boden ist nicht der beste. Ich habe hier jetzt keine Unterlegmatte runtergelegt, nein. Das machen wir unter das teuerste Zelt jetzt. Ja, Nordisk. Und da würden wir dann diese Unterlegmatte einmal nehmen am besten. Wir probieren das mal aus. Also auf der Packung steht da drauf 950 Gramm. Ja, 1050. Das sind die Zettel, du. Wir haben ja jetzt alles direkt gewogen. Guck mal, das ist der Innensack. Ah, ich hab's noch. Genau, ach so, guck mal. Das also ist man, hier. Man braucht den, leg's mal so, weil man braucht den Außenbeutel ja nicht. So, jetzt sind wir doch immer noch bei knapp über 1 Kilo. Das hat sich nicht geändert, ne? Wahrscheinlich ist da eine Reparaturhülse bei. Jetzt stürzt es ja mal. Aha. Ja, das ist interessant. Das ist also nochmal in sich in einem Beutel drin. Nee, das ist kein Beutel, das Zelt ist der Beutel. Das Zelt ist der Beutel, ja. Stangen. Zeltstangen drin. Das ist ja. Das muss man nur erstmal gucken. Wo ist hier unten? Man muss erstmal schauen, wie dieses Zelt überhaupt gehört. Also das scheint ein Ende zu sein. Ja, das ist das Tiefende. Und dann müsste hier oben das andere Ende sein. So, wir haben eine Stange, die habe ich jetzt schon mal rausgefrokelt. Und dann sind hier Heringe drin, und zwar 3 Stück. Dann müssen wir jetzt gucken, wo wir die unterbringen, ne? Wenn Gerrit genau nachgeguckt hätte, dann hätte er auch gesehen, dass da nicht nur 3 Heringe, sondern 7 Heringe bei sind. So kann man sich täuschen, all das Gemecker umsonst. Da ist auf jeden Fall noch Platz für den zweiten. Ich bin ja jetzt schon ziemlich alt und ich habe jetzt so eine Isomatte, die wiegt 100 Gramm mehr als meine alte Isomatte. Aber die ist total witzig. Das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Das Patent gibt es, glaube ich, schon ziemlich lange, aber ich finde es total lustig. Denn dieser Sack hier, und Gerrit hat das hier schon rausgefräkelt, das sollte eigentlich gar nicht. Ah. Dieser Packbeutel hat einen integrierten Pumpsack. Und dann gibt es natürlich sehr schwere Isomatten, die sich von selber so halbwegs aufblasen. Und es gibt welche, die muss man mit dem Mund aufpusten. Hier hat man im Packsack einen Pumpsack. Und das Patent ist irgendwie so lustig. Vielleicht gibt es das schon seit 10 Jahren, ich weiß es nicht. Man macht hier das Ventil auf. Und dann steckt man das hier zusammen.
Wiegt 450 Gramm übrigens, diese Matte ist 10 cm dick und viel bequemer als alles andere, was ich jemals gehabt habe. Man pustet hier nämlich einfach mal so aus der Entfernung rein und dann wickelt man. Dann wickelt man die Luft in die Matratze rein. Und das macht man 2,5 Mal und dann ist das Ding hart. Bei 10 cm dick, ich finde das total irre. Ich finde es so cool. Das ist allerdings ziemlich smart, ja, auf jeden Fall. Ich bin so abgefahren, also irgendwie. Ich stehe ja total auf so smarte Sachen und die Entwicklung geht halt immer weiter irgendwie. Zisch, 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 tut, 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 tut. Vielleicht brauche ich das mal dreimal. Die sind ja auch draußen jetzt. Ja, kannst die Matte ja schon mal ein bisschen lang machen. Ja. Ja, doch, das funktioniert aber so. Dreimal hast du es jetzt gemacht. Dreimal, das ist das dritte Mal. Und schon klippt, wenn er wegploppt, dann ist das Ding eigentlich voll. Ja, total gut. Weg und dann ist das Ding voll. Ich öffne dir die Tür, Götz. Also es geht auch hier, bei diesem Zelt ist es ja so, da geht es ja um Bequemlichkeit. Ne? Muss ich einmal richtig umdrehen. So, oh Götz, also... Guck mal, da geht doch. Ja, ich leg mich jetzt mal rein und dann kommst du dazu. Ah. Ah, Zwei-Mann-Zelt. Ah, Götz kommt auch rein. Ja. Das ist ein Meter hoch, das Zelt übrigens. Ich kann hier drin sitzen, einigermaßen. Ja. Ach, hier kann man schon schlafen, aber ich muss dich schon ganz schön lieb haben dafür trotzdem. Also man kann hier wunderbar als Ehepaar, wunderbar zu zweit oder mit einem Kind oder so drin schlafen, würde ich sagen. Zwei Personen, aber es ist halt eher eine Option, aber als Einmannzelt das zu benutzen, ist natürlich genial. Aber da hast du auch Platz für Gepäck und so weiter. Man kann ein bisschen wälzen und man ist nicht so eingeschlossen. Also tendenziell würde ich dann doch eher so ein größeres Zelt wählen, weil ich werde ja immer älter und man wird auch nicht schmaler geritten. Ne? Ja, wem sagst du das? Also von daher, ein Meter hoch ist es. Man muss sagen, die Ein-Personen-Variante geht bis 25 Meter die Sekunde Wind wieder im Wind. Das ist Windstärke 19. Hier sind wir nur bei 18 Meter pro Sekunde. Das kann einem schon mal passieren. Dass ja, du musst halt beim Aufbau extrem gucken, ne? Dass dir das nicht alles wegfliegt, weil der Stoff ist schon extrem leicht. Ja, genau. Aber nachts und ja, der Stoff ist sehr dünn. Aber ich glaube, ich finde das innen auch mit dem Lichtschein ganz schön. Es kommt Licht rein. Ja. Es kommt nicht zu viel Licht rein. Es blendet nicht und es ist auch von der Länge her vollkommen ausreichend für, sag ich mal. Ja, man kommt schon ein bisschen vor. Ja, wenn man zu zweit drin schläft, dann komme ich mit den Füßen, wenn ich die so liegen habe, an die Außen, also an das Innenzelt. Wenn das dann nass ist, dann kriegt man vielleicht doch mal einen nassen Fuß. Ne? Also ich würde sagen, man kann da perfekt drin alleine schlafen. Zu zweit muss man halt wirklich gucken, wie man sich organisiert. Also wenn ich damit alleine fahre, perfekt. Dafür finde ich es gut, weil du dann ja auch in der Mitte liegen kannst. Halt, ne? Echt schwer zu zweit, wenn man dann noch die großen Rucksäcke hat. Ihr habt nur noch gefragt, neulich, ne, was kann man machen, um sein Fahrrad zu sichern, wenn man zeltet? Und ich bin ja der Meinung, ja, so eine Scheibenbremsen-Alarmanlage ist ideal, weil man das Zelt und dann macht das Miet und dann, naja, weil dann hat man das Problem, dass man aus so einem kleinen Zelt erstmal rauskommen muss, ne? Ja, geh doch mal raus, Götz. Und meine Haare werden hier etwas elektrisch gerade, aber ich würde wahrscheinlich dann auch anders liegen, wenn ich hier nicht mit irgendeinem Kerl liegen würde. Was heißt die irgendein Kerl, Götz? Ich bin nicht für dich irgendein Kerl. Na, mach mal auf den Laden da. Ja, wir gehen einmal hier rein. Es ist natürlich wirklich sehr klein. Ja, es ist sehr klein. Es ist ähnlich wie das Fereno. Aber man kann darin wirklich gut schlafen. Höher vor allem auch, man kann drin sitzen. Die Belüftung ist sehr simpel, aber sie funktioniert. Und also, was die Langlebigkeit angeht, kann ich dir sagen, die ist gegeben. Es ist einfach
echt ein gutes Patent. Gibt es halt so nicht mehr zu kaufen. Muss man sehen, wie weit die aktuellen VD-Zelte da reinspielen, sofern man eins kriegt, aber es ist ja alles ausverkauft. Ja, das ist ja, klingt schon ein bisschen nach Fazit, Götz. Vor den drei Nächten, die ich jetzt in diesen Zelten schlafen werde, ein Fazit. Gerrit, ich überlasse dir das Wort. Ja, ich freue mich erstmal, dass ich jetzt mal ein paar Zelte überhaupt mal aufbauen durfte, um zu gucken, wie die so sind. Ich habe noch kein geeignetes Bikepacking-Zelt bisher gehabt, weil ich auch nicht ein sogenannter Zelter bin. Bisher, wie gesagt, ich habe in Sheltern übernachtet und mit der Familie fahre ich meist mit dem Bulli zum Camping. Ja, ich bin Autofahrer und mag das auch gerne, aber genauso gerne mag ich Fahrradfahren. Und wenn ich jetzt in diesem Sommer in Schleswig-Holstein ein bisschen rumcampieren möchte, brauche ich auf jeden Fall was. Und da hat sich jetzt bei diesen drei Zelten bei mir schon so ein kleiner Favorit rauskristallisiert. Aber ich werde erstmal noch den Markt sondieren, glaube ich. Du wirst auch noch wahrscheinlich erstmal abwarten, was ich dazu sage, nachdem ich darin eine Nacht geschlafen habe. Ja, natürlich. Aber ich glaube auch, fürs Ferino spricht die Belüftung, fürs Nordis spricht das Gewicht und für das andere Zelt spricht der Preis. Nature Hike war das, glaube ich. So haben wir die ja auch eingekauft unter diesen Kriterien und das hat sich dann auch bewahrheitet. Letztendlich muss ich persönlich sagen, ich habe mein VD-Zelt und zwei von diesen Zelten fallen für mich raus, weil sie keine nennenswerten Vorteile bringen. Mhm. Und der einzige nennenswerte Vorteil, den ich beim Nordic-Zelt sehe, ist einfach das Gewicht. Und das schlägt ja schon ziemlich doll durch. Und der Platz natürlich. Das ist für mich so irgendwie, ich entscheide mich für das Zelt, weil es größer ist. Hm. Und ich da im Notfall auch mit meiner Frau drin schlafen kann, wenn wir mal kurz irgendwo eine Nacht verbringen wollen. Das ist so der Grund. Wenn man das als Ein-Personen-Variante nimmt, dann ist es natürlich noch mal leichter. Und noch mal teurer, ne? Noch mal, die Ein-Personen-Variante ist nicht teurer. Ah, okay. Die ist, kostet, glaube ich, genauso viel. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz froh über diesen Test, weil ich weiß, auch in den 10 Jahren, jetzt hat sich so viel jetzt auch nicht getan. Und ich bin in meinem Zelt immer noch relativ nah am oberen Regal. Das Gewicht ist natürlich echt blöd, aber letztendlich sind das auch nur 400 Gramm. Da muss man sich echt gut überlegen, ob man jetzt für 400 Gramm irgendwie hunderte von Euros ausgeben will. Aber es hat auch noch einen anderen Zweck. Also zwei Personen, es geht. Und ja. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen, das mal auszuprobieren. Ihr müsst da halt jetzt durch dieses Epos. Oder seid, weil wenn ihr bis hierhin geguckt habt, seid ihr am Ende dieses Epos angelangt. Sagt mal gerne, mit welchen Zelten ihr so unterwegs seid, wenn ihr losfahrt. Vielleicht bivakiert ihr ja auch nur im Biwak-Schlafsack. Oder habt nur eine Plane, die ihr über euch spannt. Das gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Schreibt gerne in die Kommentare, wie so eure Erfahrungen sind. Wir freuen uns da immer. Und bis dahin. Falls ihr auch irgendwie euer Fahrrad als Tarpstange oder so benutzt, da sind wir sehr, sehr gespannt, was ihr da so berichtet. Ich hatte mir da groß was überlegt, aber das ist dann letztendlich doch nichts geworden. Aber das finde ich total spannend. Zum Beispiel Lastenrad als Tarpstange benutzen und das dann so einfach nur so darüber spannen und dann schläft man mit seinem Fahrrad quasi oder unter seinem Lastenrad. Oder was macht ihr so für Sachen? Erzählt doch mal. So, hier seht ihr die Zelte. Es ist Frost. Und es geht jetzt in die Nacht. Seht ihr die Eiskristalle am Innenzelt? Das taut morgen früh mit der aufgehenden Sonne alles weg. Heute Nacht soll es minus 2 Grad geben. Und dann, ja dann, tropft es runter auf meinen Schlafsack. Deswegen habe ich mir hier einen Kunstfaserschlafsack hingelegt. Der kann ruhig ein bisschen nass werden. Das ist nicht so schlimm. Dann sehen wir hier noch diese Ecken hier, relativ schlecht gearbeitete Nähte, wenn die nächsten beiden Nächte wirklich der Regen kommt, der angesagt wird, dann wird hier jede Menge Wasser reinlaufen, aber ich werde ja nur in dieser Nacht in diesem Zelt schlafen, aber das wird noch die nächsten beiden Nächte hier stehen, sodass wir dann sehen können, was sich hier getan hat. Und ich bin dann im anderen Zelt, was gut ist. Ja, wie gesagt, ich schlafe nicht so besonders gut in Kunstfaserschlafsäcken. Aber dafür mache ich mir jetzt eine 3-Fragezeichen-Kassette an und dann klappt das immer mit dem Einschlafen. Also von daher, ich hoffe, die Nachbarn können das nicht hören. Gute Nacht. Guten Morgen, es ist 20 nach 5. Ich bin gerade aufgewacht, habe ganz gut geschlafen. Aber wie ihr seht, schneit es im Zelt. Könnt ihr gut sehen, glaube ich. Hier oben ist überall Frost. Alles ist kristallisch.
Und hier da, wo ich ein bisschen im Kopf in der Nähe bin, da wird es schon zu Wasser. Hier sind überall Tropfen, alles am Innenzelt. Und ja, wenn jetzt noch ein bisschen Wind dazu kommt, dann schüttelt das alles und dann landet das alles unten. Und ich vermute mal, dass diese ganzen Wassermengen, die könnt ihr noch mal besser sehen. All das hier. Da kann man dann vermuten, dass sich das gleich alles ja, im Innenzelt als Wasser sammelt und alles nass macht. Ja, das ist natürlich ein ziemlicher Nachteil von einwändigen Zelten. Und ich sehe es auch schon kommen, deswegen stehe ich jetzt mal auf, würde ich sagen. So sieht's aus. Jetzt, nachdem es getaut hat, überall nass auf der Matte. Den Schlafsack habe ich sicherheitshalber rausgenommen. Der größte Fleck ist dieser hier. Und dann läuft das hier überall rum. Nichts für Daunenschlafsäcke. Und im Sommer wird es ja nicht besser, wenn die Temperaturen nachts rapide abnehmen. So, nach zwei. Hier ist heftiger Wind angesagt für die nächsten zwei Tage. Also morgen ganz besonders und zwei Nächte. Ich nehme mal jetzt das Nordic-Zelt und gucke mir das mal an, wenn mir das so gefällt. So, Nacht 2. Regen, Sturm, alles ist dabei. Der Sturm wird morgen noch härter, deswegen habe ich mir für morgen das Ferino-Zelt ausgesucht, weil ich das für das Sturmstärkste halte. Das muss natürlich trotzdem hier den Sturm durchhalten, auch morgen. Es gibt also ja heute Nacht auch schon richtige Sturmböen, die das Zelt so ein bisschen an seine offizielle Belastungsgrenze bringen werden. Schön ist es hier drin, die Nähte sind schön versiegelt. Ich habe hier oben, gibt es wenig Extras, also man hat hier oben einen Haken. Und man liegt natürlich hier sehr gut drin, weil man unheimlich viel Platz hat. Das ist ein Riesenvorteil. Und es war das einzige Zelt, das gestern wirklich komplett trocken geblieben ist. Also durchs Innenzelt ist überhaupt gar kein Wasser von diesem Frost reingekommen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ansonsten wackelt es ziemlich viel. Also wir haben hier sehr viel Stoff natürlich, auch mehr Angriffsfläche dadurch, dass es eine wesentlich größere Fläche hat. Und es wackelt schon so ziemlich hin und her. Es ist ein ziemlich unruhiges Zelt gerade. Ja, da muss man durch. Also in einer normalen Situation würde man wahrscheinlich in einer eher etwas windgeschützteren Platz suchen. Ihr merkt schon, hier ist so einiges los. Das Innenzelt macht einen guten Eindruck. Es sieht ja farblich ganz gut aus. Und viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Es ist halt ein Zelt. Interessanter ist eher so das, was draußen sich abspielt. Und die Frage, wird dieses Zelt durchhalten? Ich mache mir jetzt erstmal drei Fragezeichen und der Superpapagei an. Und dann hoffe ich, dass ich schnell einschlafe. Könnte schwierig werden. Im Notfall bleibt mir auch noch das Haus nebenan. Da kann ich mich irgendwie auch einkasernieren. Und trotzdem alles sehr schön hier abgedichtet. Und ein sehr hochgezogener Boden, wie ihr seht hier. Also da habe ich jetzt keine Sorgen, dass ich hier irgendwie absaufe von unten, von oben. Naja, wenn das Dach wegfliegt, vielleicht schon. Ich habe noch ein paar Abspannleinen rangemacht und aber es scheint ja gut zu halten. Der Stoff ist natürlich sehr dünn, was ihn nur ein bisschen flatterig macht, aber ich glaube, das ist alles gut durchdacht. Das hoffe ich zumindest, sonst wird es nämlich teuer. So, das ist jetzt hier mal live, bevor ich einschlafe. Also es bewegt sich viel, aber ich kann ja prima liegen. Also wenn ich bin Seitenschläfer, habe hier keine Sorgen, dass ich hier mit den Fußspitzen oben ans Innenzelt und wenn schon, ist auch egal. Das, was ihr jetzt am Wasser seht, das ist gerade reingekommen, weil es hier so völlig regnet, als ich versucht habe, mich hier reinzuwerfen. Und ich habe mir extra auch mal ein Kissen mitgenommen, also alles ist gut. Okay, Leute, leider ist es durch den Wind und den Regen hier so laut, es ist jetzt 2 Uhr. Ich muss morgen arbeiten und ich muss das hier leider heute abbrechen. Ich verlasse mich auf dieses Zelt. Ich lasse sogar meine Sachen hier drin liegen, weil ich glaube, das wird stehen und auch trocken bleiben. Aber ich muss irgendwie schlafen. Nützt ja nichts. Das wird hier nichts. Ich kann nämlich meine 3-Fragezeichen-Kassette nicht hören, weil es so laut ist. Weil es so stürmt und so doll regnet. Der Morgen danach, das eine Zelt steht. Das andere Zelt steht natürlich auch. Und das Billigzelt hat es auch überlebt. Im 100-Euro-Zelt befindet sich ordentlich Wasser in den Ecken. Mir hat es wahrscheinlich reingedrückt durch die Nähte.
und von oben. Ja. War natürlich auch eine harte Nacht. Ganz souverän sieht das Ferino-Zelt aus im Sturm, das muss man wirklich sagen. Wenn ich da mal reingehe. Mal schau. Manu. Bin ich da jetzt mal reingeschaut. Und hier ist alles komplett trocken. Sehr, sehr gut gemacht. So, jetzt schaue ich noch mal ins Nordic-Zelt rein. Das kriegt ja am meisten Regen ab und am meisten Wind ab. Gar keine Frage. Also hier ist auch keine Spur von Regen reingekommen. Alles gut abgedichtet. Das zahlt sich aus. Also ein bisschen Geld muss man schon ausgeben anscheinend, um ein trockenes Zelt zu haben. Jetzt schaut euch das mal an. Da stehen die beiden Zelte. Sie tanzen im Wind. Das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Das Ferino steht da so völlig teilnahmslos wie ein römisches Heer. Und das 99-Euro-Zelt, das hat eigentlich sogar zwei große Abspannleinen dran. Aber das kämpft. Es kniet nieder, es biegt sich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich nehme es mal weg. So, wie ihr seht, wir haben jetzt hier 10 Windstärken. Hier, die Bank fällt um, alles fällt um. Ich baue jetzt das Nordic-Zelt ab, denn das ist dafür nicht ausgelegt. Das Ferino-Zelt bleibt stehen. Da schlafe ich heute Nacht noch drin. Und das Nature-Hike-Zelt wird auch abgebaut. Aber hier sehen wir ganz klar, das ist ein Sommerzelt, ist nicht darauf ausgelegt. Das muss es auch nicht. Die eine Spannleine ist gerade weggefahren. Und das Test ist beendet. Ich schlafe heute Nacht noch mal in Ferino und sage dazu noch mal was. Also das Nordic-Zelt hat das gut überstanden. Ich habe es jetzt einmal gerettet. Der große Vorteil des Zeltes ist ja auch, dass man einen ziemlich großen Abstand zwischen Außenzelt und Innenzelt hat. Aber jetzt bei so einem Wind ist das natürlich ein Nachteil, weil der Wind da unter reinbläst. Und dann hat man natürlich das viel größere Maß im Wind. So ist es dann auch nur bis 18 Meter die Sekunde zugelassen. Wir haben jetzt gerade 22, zu viel. Ja, liebe Leute, wir haben hier so Kahnböen hier, leichte Planänderungen. Das ist unser Kinderhaus, das ist gerade 5 Meter weiter an der Wand des Nachbarn zerschellt. Und ich hole jetzt auch mal das Ferino-Zelt rein. Ich bin hier nicht im Auftrag der Zerstörung unterwegs. Ich glaube, wir haben viel erfahren. Und ich mache gleich nochmal ein endgültiges Fazit. Bis gleich. Damit es ausnahmsweise mal schnell geht, machen wir die Schlussbetrachtung jetzt mal ganz anders. Indoor und abgelesen. Ich lese euch einfach mal vor, was ich mir so notiert habe. Nature Hike, Tage 1. Leicht und günstig, aber eigentlich für nichts zu gebrauchen. Kondenswasser macht den Gebrauch von Down-Schlafsäcken unmöglich. Eisschicht bildet sich im Innenraum. Boden ist nicht wasserdicht. Als Notunterkunft zu schwer und zu teuer. Weggeworfenes Geld, dann lieber Biwak. Nordisk Telemark. Sehr wertig, geringe Packmaß, komplett wasserdicht, leicht aufzubauen, tolles Raumklima und auch mit etwas mehr als einem Kilo Gewicht unfassbar leicht für ein richtiges Zwei-Personen-Zelt. Man kann gut darin sitzen. Extrem engmaschiges Innenzelt. Leider flattert es im Wind, sodass man eventuell schlecht schläft und der Preis macht die Kaufentscheidung und das Schlafen auch nicht leichter. Trotzdem ein kleiner Traum. Ferino Light Tent 1. Gutes Packmaß, sehr unauffällig, gut für wildes Camping, super Belüftung und durch zwei Bögen Konstruktion, auch ohne viele Abspannleien sehr windstabil. Dazu ist der Zeltboden robust genug, um auf Unterlegmatten verzichten zu können. Das spart dann wieder Gewicht. Apropos Gewicht, 1500 Gramm sind recht viel und zum Sitzen ist das Zelt auch zu flach. Dennoch gibt es hier eine klare Kaufempfehlung, auch von Gerrit, dessen Favorit dieses Zelt von Anfang an war. Im Sonderpreis ist dieses Zelt auch mal für 150 Euro zu haben und damit wirklich, wirklich günstig und kaum teurer als der Billigheimer von Nature Hike. Fazit für mich persönlich, ich habe ja dieses VD-Zelt, kommt zu dem Schluss, mit 1,5 Kilo zeltet es sich immer noch irgendwie so ein bisschen besser. Aber Gewicht ist natürlich immer noch eine Größe. Aber ich bin eigentlich ganz beruhigt nach diesem Test, dass ich
nichts Neues brauche, aber ich liebäugle schon so ein bisschen mit dem Nordis-Zelt, denn man kann es für zwei Personen benutzen und wenn man das Gewicht auf zwei Personen aufteilt, ist man wirklich in einer Gewichtsklasse, von der man eigentlich nur träumen kann. Das wären dann ungefähr 500 Gramm pro Kopf und das ist ja kaum der Rede wert. In dem Sinne, ja, erzählt mal, was ihr so für Zelte habt oder habt ihr Tarps, was macht ihr so, bleibt uns treu und ja, dann eine gute Tour, so würde ich sagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.